So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Es ist soweit. Ich möchte die Twitch-Forschung abschließen und zwar nicht nur eine, sondern gleich beide. Je nachdem, wie ausführlich die sind, packe ich entweder beide in dieses Video rein oder ich mache den einen Tag in dieses und den anderen Tag in das andere. Ich habe gestern extra ein Video gezeigt, ein Tutorial nochmal gemacht, wie man an die Promocodes für die Twitch-Forschung kommt. Es war nicht wie bei dem T-Shirt-Promocode, wo in dem normalen YouTube-Stream ein Code geteilt wurde. Den konnte jeder einlösen und der ist eine ganze Zeit gültig gewesen. Das heißt, wenn den irgendjemand hatte, hat er den gepostet, alle haben den eingelöst. Bei dem Twitch-Stream musstet ihr selber dabei sein und über den Panel-Giveaway unter dem Twitch-Stream euren eigenen persönlichen Code generieren, den ihr einlöst, der nur einmalig einlösbar ist oder war. Das habt ihr gestern vielleicht gesehen oder auch nicht. Ich habe ein Video gemacht, ich habe mir einen Code generieren lassen. Dazu musste ich also eine halbe Stunde den Stream verfolgen. Ich war zwischendurch einfach einkaufen, habe Essen geholt, habe das einfach draufgelassen. Als ich wiederkam, konnte ich dann gemütlich diesen Promocode kopieren. Habe den mir jetzt geschickt im Gespräch vom ISWO. Grüße gehen raus. Und jetzt muss ich... Das ist halt bei Android natürlich einfacher. Bei Android gehst du in den Ingame-Shop, scrollst bis ganz runter unter die ganzen Münzpakete. Dort kannst du dann bei Codes einlösen, das einlösen. Bei iOS musst du immer auf die rewards.nianticlabs.com-Seite. Gib bei Google einfach Niantic Rewards ein, da kommst du automatisch hier hin. Hier kann ich jetzt aber diesen Code, den ich mir über den Twitch-Stream geholt habe, einlösen. Wenn ich es schaffe. So, übermitteln, bitteschön. Jetzt hat er es geladen. Hier steht, Glückwunsch, du hast dein Online-Angebot eingelöst. Erfolgreich. Kann ich das zumachen? Kann hier reingehen. Wir starten einfach mal die App neu. Tippe auf OK, um es anzuzeigen. Okay. Ich starte jetzt trotzdem nochmal neu, zur Sicherheit. Das Ganze habe ich heute also gemacht. Halbe Stunde Twitch-Stream geguckt. Und morgen werde ich das auch machen, einfach auf den Link gehen, wo man zum Twitch-Kanal kommt von Pokémon Go und ein Giveaway-Panel drauf und dann kriegt ihr auch noch eine zweite Forschung. Jetzt gehe ich hier drauf, jetzt gucke ich hier rein, das ist ja auch eine begrenzte Forschung, müsste also bei heute stehen. Und bei heute sehe ich nichts. Hä? Bruder, wo ist... Hier ist sie jetzt, mit Verzögerung. Vorführeffekt. Super Super Liga heißt die Forschung und hat drei Kapitel. Fang ein Pokémon, fang zwei Pokémon, fang drei Pokémon. Das klingt ja erstmal ganz cool. Also das werden wir jetzt direkt auch hier machen. Ich werde ein Pokémon fangen. So. Ich werde ein zweites Pokémon fangen. Wir müssen mit den Bällen auch hausieren. Also wir machen für das Zickzacks haben wir den normalen Pokéball genommen. Digga! Für das Lampi nehmen wir den Superball und pass auf. Für das Macholo nehmen wir den Hyperball. Dann haben wir drei verschiedene Bälle für drei verschiedene Pokémon. Haben aber alle drei direkt drin. Hier gibt es 500 Staub, dreimal am Ende noch ein Sternstück und eine, ich denke mal, eine Sofort-TM. Eine Lade-TM sogar. Und dann kommst du schon auf Seite 2. Von der Forschung, bei der du einen Pfad wählen kannst. Wähle Panzereron, wähle Tromborg, wähle Azumarill. Da ich in der Superliga immer mit Azumarill kämpfe, wähle ich den Azumarill-Pfad. Drücke jetzt hier drauf. Und hier haben wir Seite 2 von 3. Verwende eine Lade-TM. Verwende 10 Power-Ups bei Pokémon und besiege 3 Team Go Rocket Rüpel. Ich werde mir Rüpel suchen, werde die verklopfen, den Rest mache ich dann wieder so mit euch zusammen. Und hier gibt es auch schön Bonbons für die Pokémon, die ihr im Team als Teamvorschlag wählen soll. Da ist auch Krefeldis dabei, da ist glaube ich Nachtara dabei und da ist dann eben Azumarill dabei. Ich suche mir Team Rüpel, Rocket Rüpel und werde die verklopfen. Alles gratis, warum nicht, nimmt man mit. So, die drei Rocket Rüpel sind besiegt und jetzt möchte ich mir erstmal kurz zur Erfrischung, weil wir gerade noch im Kaufland waren, dieses Grape Soda gönnen. Grüße gehen raus an den Thomas, hab gleich 2 Dosen gekauft. Das haben wir beim Geburtstag getrunken, gesehen. Den ersten Tag, den zweiten Tag im Teegut.
Thomas hat sich's mittlerweile nochmal geholt und ich fand das erst komisch, als ich es aus der Vergangenheit kannte. Dann habe ich es dort probiert, gekühlt. Das war richtig genial. Dann hat Thomas das mal probiert jetzt, fand das auch richtig komisch. Hat gesagt, ja, die Trauben, das ist so Traubenlimonade, waren wohl ja, überreif, noch nicht reif, keine Ahnung. Also manchmal schmeckt das, manchmal schmeckt es komisch. Ich hoffe, ich habe jetzt eine gute Dose erwischt, wenn ihr das kennt. Grape Soda, also Weintrauben-Limo, dann schreibt es mal in die Kommentare. Heute schmeckt's wieder, muss ich sagen. Das sind die drei Krypto-Pokémon, die ich jetzt bekommen habe. Da ist ein Tusker dabei mit 0 Sternen, da ist ein Vulpix dabei mit 2 Sternen, da ist ein Slimer dabei mit 0 Sternen. Welche Aufgaben haben wir jetzt noch? Verwende eine Lade-TM und verwende 10 Power-Ups bei Pokémon. Jetzt mache ich mal was Komisches. Ich habe gesehen, ich habe schon wieder ein Ignivor gebrütet und möchte jetzt eine Lade-TM bei diesem Ignivor anwenden. Das hat Käfergebrumm. Das macht keinen Sinn, macht das nicht nach. Käfergebrumm wird zu Nitro-Ladung. Schon habe ich eine Top-Lade-TM benutzt. Und jetzt muss ich noch 10 Power-Ups machen und ich bleibe einfach dabei. Wir haben nur dieses Purmel gehabt, was ich gerade am Pushen bin. 10 Power-Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir können nur 6 Stück machen. Wir brauchen immer noch 4 Power-Ups bei irgendeinem anderen Pokémon. Das heißt, ab sofort kann ich keine Purme mehr pushen. Ich werde die restlichen jetzt einfach mal beim WP-niedrigsten Pokémon machen, was ich habe. Das wäre Samuzzle. Das geht nicht. Also wenn ihr mal nicht wisst, welches Pokémon ihr Power-Uppen sollt, nehmt einfach einen WP-10er. Das ist auf jeden Fall mega günstig. 1, 2, 3, 4, jetzt gebe ich hier 800 Staub aus für 4 Power-Ups. Das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Hier drückt man noch drauf, holen jetzt die Belohnungen ab. Haben hier direkt einen Azumarill drin. Ich nehme mal einen Hyperball, versuche die 3 jetzt hier mit Schnellfangtrick irgendwie zu fangen. Dann zu bewerten, wenn wir rausgehen. Und habe dadurch im Prinzip schon mein Team für die Superliga zusammengebastelt. Denn ich kriege einen Nachtara, ich kriege einen Azumarill und einen Grifeldis. Und diese drei bilden ein Allrounder-Team, wie es viele Leute auch spielen würden. Deshalb ist es eigentlich richtig cool, sich diese Forschung zu holen. Vor allem, wer die Möglichkeiten hat, das völlig kostenlos mitnehmen kann. Hier gibt es jetzt nochmal Bonbons dafür, für alle drei. Meryl, Evoli, Skalück. Guck kurz mal auf die Bewertung, ob da ein gutes dabei war. Jetzt muss ich wieder auf Fund-Datum. Azumarill nehme ich immer in der Superliga, ist hier sogar 2 Sterne, dann haben wir hier 2 Sterne und wir haben hier auch 2 Sterne. Wichtig ist natürlich, dass es wenig Angriff habt, dass ihr es hoch auf die 1,5 packen könnt. Ich kann ja mal gucken, wie weit das kommen würde. Auf 14,93. Was sagt uns das Nachtara? Nachtara kommt auf im 1,5er Bereich. 14,98 und Grifeldis käme auf 14,84. Die sind trotzdem cool für die GBL, wer GBL spielt. Und das ist jetzt das letzte Kapitel. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga. Gewinne einen Trainerkampf in der Superliga und gewinne 5 Trainerkämpfe in der Superliga. Wir könnten ja mal das Team nutzen, was wir gerade bekommen haben. Einfach so, wie es ist. Und dann mit meinem richtigen Team, was ich sonst habe, einfach die restlichen Siege machen. Aber ich werde das ein bisschen vorarbeiten. Ich werde mir versuchen, 4 Siege zu holen. Na ne, dann ist es ja eh schon fertig. Ach egal, ich versuche 4 Siege und den 5. Sieg mit dem Team hinzukriegen, was ich jetzt gerade bekommen habe. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir sind zurück. Ein Kampf brauche ich noch, ein Sieg in der Superliga. Und jetzt ist mir was aufgefallen, ich hätte es viel einfacher haben können. Bevor ich dazu komme, aber guckt euch das mal an. Hier ein Döner. Den gibt es aber erst, wenn wir die Aufgabe fertig haben, wenn wir die Spezialforschung abgeschlossen haben. Ich möchte jetzt das tun, was ich vorhin angekündigt habe, hier wo es so dunkel ist, im Schatten. Ich gehe jetzt nochmal auf Kämpfen. Ich gehe hier rein in die Superliga. Und ich möchte jetzt nicht mein Team nehmen, was ich normal nehme. Ich möchte jetzt einfach diese drei Pokémon nehmen, die wir eben aus der Forschung bekommen haben.
Mit denen möchte ich jetzt einfach mal kämpfen und gucken, was passiert. Da ist nichts gepusht, da sind keine Attacken geändert. Die habe ich genauso aus der Forschung eben bekommen. Die möchte ich jetzt antreten lassen. Vielleicht habe ich Glück und es sind Gegner dabei mit WP 10. Toll, der ist Rang 8. Na, der ist bestimmt brutal. Kämpft mit Aquana. Komm, jetzt WP 10. 1400 noch was. Was macht? Er wechselt auf Pixie. Das kann ich im Pixie entgegensetzen. Ich wechsle mal auf Nachthara und lasse mich von Pixie gleich doppelt kaputt machen. Das ist sehr cool. Das ist genau auf 1500, was er hat. Ich glaube, das wird ein schneller Kampf. Das Video wird gar nicht in die Länge gezogen. Ich werde jetzt auch nicht schilden. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich habe jetzt ein paar Matches gemacht. Ich habe bisher gegen kein einziges Pixie antreten müssen. Ihr seht, der ist auch jetzt hier effektiv gegen Grifeldis. Also es ist egal, was ich habe. Er ist effektiv. Jetzt denke ich langsam, das Team, von wegen die drei sind gut zum Kämpfen, also wenn man damit umgeht. Es ist ja auch zweimal Unlicht dabei. Jetzt lass den Gegner mal irgendwie Kampf haben oder halt so Fee-Gedöns. Hat der ein Pixie im Team, macht er im Prinzip dein ganzes Team platt. Und das kann es ja jetzt nicht sein, oder? So, ich kann damit nicht umgehen, aber das ist die letzte Aufgabe. Er hat mich jetzt komplett gekillt. Vorhin hatte ich Glück, da war zwischendurch einer dabei. Der hat WP 10 Pogis gehabt. Ich habe dann gekämpft, gekämpft, gemacht und habe gedacht, boah, ich krieg's nicht hin. Wie schwer ist es denn auf einmal? Und dann habe ich gesehen, das steht ja gar nicht in der GBL, das heißt, ich könnte jetzt einfach mit dem Nudel-Account könnte ich mich suchen, könnte dann Ramses das Digge eine Kampfanfrage schicken. Ja, der nimmt hier gerade keine an, verdammt, jetzt muss ich erstmal wieder ins Konto rein. Allgemeines. Freundschaftskämpfe zulassen beim Samyang-Account. Ich weiß nicht, wieso ich das ausgestellt habe. Ich guck doch da eh nie rein, da weiß ich doch eh nicht, was passiert. Jetzt gehen wir auf die Superliga, nehmen hier irgendwas Kleines. Hier, WP10er oder so. Greifen uns selber an, gehen in den Kampf und jetzt können wir dieses Team nehmen, was wir gerade bekommen haben. Mit diesem Team werden wir jetzt den Rest irgendwie vernichten. Vernichten, wunderbar. Ich nehme euch mal in die Hand. Auch mit euch mal ein Stück hier rüber, so dass ihr mal ein bisschen noch was von der Umgebung seht. Also, falls euch die GBL zu schwer ist, man könnte jetzt sagen, was, ich habe den komischen Stream geguckt, dann habe ich mir extra diesen Code generieren lassen. Jetzt habe ich das eingegeben, war froh, dass ich diese Forschung habe und jetzt kann ich die Forschung nicht abschließen, weil ich in GBL so eine Niete bin, dass ich nicht weiterkomme. Dann könnt ihr einfach mit einem Freund außerhalb der GBL PvP spielen. Ihr könnt euch absprechen. Der eine lässt den anderen fünfmal gewinnen, dann der andere den einen und so weiter. Also auch hier ist die Forschung auf jeden Fall einfach und ihr kriegt ein paar coole Bonis. Ihr kriegt ein bisschen Staub, kriegt ein bisschen Erfahrungspunkte. Holt euch die Forschung, nehmt die Forschung auf jeden Fall mit. Ich habe alles abgeholt, krieg jetzt nochmal 500 Staub, 1000 Staub, 5000 Staub und ganz unten sogar ein Raid Pass, ein Premium Raid Pass. Und das ist es doch wert. Wert von 1 Euro. Ein Premium Raid Pass, den könntet ihr jetzt auch wieder in der GBL nutzen, um bessere Belohnungen zu kriegen. Oder ihr macht halt einen Raid mit dem Raid Pass. Und mehr ist es doch nicht. Das war die Forschung vom Freitag. Die seht ihr Samstag, 15 Uhr, wenn alles passt. Und die Samstagsforschung vom zweiten Stream seht ihr auch Samstag. Irgendwann nachmittags, abends, so 18 Uhr vielleicht. Ich find's cool, war kinderleicht. Ich weiß nicht, ob das nur am PC geht oder so. Manche haben gesagt, sie haben dieses Panel nicht mittlerweile. Also, bei mir hat das geklappt, am PC drauf gedrückt, Code eingelöst, Forschung mitgenommen und boah, hat Spaß gemacht. Jetzt lasse ich mir den Döner schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.